Das ist Tim. Tim hat gerade sein eigenes Unternehmen gegründet. Er hat ein ganz tolles Produkt entwickelt. Und auch seine Dienstleistungen sind klasse. Das weiß nur keiner. Tim denkt nach. Er will seine Zielgruppe kennenlernen. Er überlegt sich, wie er sie erreichen kann. Er könnte anrufen. Manchmal hört einer zu. Er könnte Klinken putzen. Als alle Klinken sauber sind, hat er einen neuen Auftrag. Tim ist nicht zufrieden. Seine Methoden funktionieren zwar, aber es dauert alles zu lange und es ist mühsam. Das ist Lisa. Lisa ist Unternehmensberaterin. Und das ist Paul. Paul ist Lisas Kunde. Paul erzählt Lisa, dass in seiner Gegend in letzter Zeit häufig eingebrochen wird. Lisa denkt nach. Gleich fallen ihr Markus und Michael ein. Beide sind BNI-Mitglieder. Markus ist Schlossermeister, der sich auf Einbruchsschutz spezialisiert hat. Und Michael hat ein IT-Unternehmen, das Überwachungstechnik installiert. Und sofort kann Lisa ihren Kunden zwei Profis empfehlen. Paul fühlt sich wieder sicher. Lisa konnte ihrem Kunden zwei wertvolle Empfehlungen geben und ihre BNI-Kollegen haben zusätzlichen Umsatz erwirtschaftet. Lisa, Paul, Markus und Michael geht es gut. Hinter ihnen steht ein professionelles Netzwerk. Das Business Network International, kurz BNI, ist ein lokal arbeitendes Unternehmernetzwerk mit mehr als 8200 Standorten weltweit. Sie kennen ihre BNI-Kollegen und wissen, was sie können. Sie empfehlen sie deshalb gerne weiter. Jeder BNI-Standort hat in der Regel 50 bis 70 Teilnehmer. Die Mitglieder treffen sich einmal in der Woche zum Frühstück. Jede Branche ist nur ein einziges Mal vertreten. So entsteht keine Konkurrenz untereinander. Es gibt ein leckeres Frühstück und jeder hat 60 Sekunden Zeit, sich zu präsentieren. Sich und sein Produkt oder seine Dienstleistung. Auf diese Weise bekommt schließlich jeder bis zu 70 zusätzliche Außendienstmitarbeiter, die ihn persönlich weiterempfehlen. Wer gibt, gewinnt. Nach diesem Prinzip werden weltweit jährlich über 12 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Damit das Ganze funktioniert, verläuft jedes Treffen nach einem weltweit einheitlichen Schema ab. Damit wird der Qualitätsstandard so hoch wie möglich gehalten. So kann auch Tim seinen Umsatz schnell vervielfältigen und sein Produkt überregional bekannt machen. Würden Sie sich auch über persönliche Empfehlungen freuen? Dann lernen Sie uns kennen beim Frühstück im Hotel am Schlossberg in Nürtingen. Es lohnt sich. Nicht nur wegen des Frühstücks. BNI. Mehr als ein Frühstück.